herzlich willkommen, geliebte Freunde, Investoren, Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start in diesen wunderschönen Tag gehabt. Gucken wir uns mal an, wie der Abend so ausklingt. Bitcoin ist wieder über die 27.000er Marke gekommen. Wir haben ein neues kleines lokales Top gesetzt, beziehungsweise sind höher gegangen als das, was wir gestern an einem Hoch gehabt haben. Ziemlich interessant zu sehen. Wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin immer noch nicht so positiv gestimmt. Schauen wir uns mal an, was für Informationen für euch da haben. Denn ich habe einige bombenstarke News. Vor allem für die, die noch zweifeln, ob Blockchain die Zukunft ist. Ob wir irgendwelche Anwendungen sehen werden in naher Zukunft oder nicht. Für die wird dieses Video ein ziemlich interessantes Video werden. Darum tauchen wir direkt ein. Sehr, sehr viele fragen aber nach, wo kann ich sicher Kryptos kaufen? Ich empfehle Bitwavo. Geht über unseren Link in der Videobeschreibung, hier drauf. Ihr bekommt 10 Euro geschenkt. In der ersten Woche dürft ihr 1000 Euro gebührenfrei traden bei einer Exchange, die sowieso schon weltweit zu den Exchanges gehört, wo man die geringsten Gebühren zahlt. Eure Assets auf dieser Exchange sind auf 100.000 Euro versichert. Ihr seid hier in einer Exchange unterwegs, die EU-reguliert ist und auch eine BaFin-Lizenz hier in Deutschland beantragt hat. Darum geht über unseren Link hier drauf und tradet safe. Und jetzt möchte ich, dass wir unsere Aufmerksamkeit mal nach oben in die linke Ecke bringen. Schaut euch das mal an. 33 Billionen, meine Lieben. Die US-Staatsschulden belaufen sich jetzt auf 33 Billionen. Wir haben wieder ein neues Rekordhoch erreicht. Und wir sind nur noch 100.000 Dollar davon entfernt, dass der Staatsdefizit sich auf 2 Billionen belaufen wird. Was meint ihr, wie lange das noch gut laufen wird? Was meint ihr, wie lange die Inflation noch transitory sein wird? Was meint ihr, wie lange wir noch von einem Soft Landing sprechen werden? Alle Dollar, die man durch das ein Jahr Quantitative Tightening geschafft hat, aus dem Umlauf zu nehmen, hat man innerhalb von wenigen Monaten einfach mal wieder zerschreddert und wieder ins System reingepumpt. Eieiei. Bhutan, ein kleines Königreich im Himalaya, nutzt die XRP Ledger, um ihre CBDCs, ihre Central Bank Digital Currencies, darüber laufen zu lassen. Was man aber nicht wusste bis jetzt ist, dass sie auch Bitcoin Mining betreiben werden, und zwar hauptsächlich durch Wasserkraft. Und das ist ziemlich interessant, denn der Nation geht es zurzeit nicht gut. Seit Covid erholen sie sich nicht wirklich davon, denn sie leben vom Tourismus. Und jetzt möchten sie ihre Wirtschaft wieder etwas ankurbeln, indem sie Bitcoin Mining letztendlich betreiben und auch Bitcoin Miner in das Land bringen und damit die Wirtschaft etwas ankurbeln möchten. Wenn es klappen sollte, freue ich mich ziemlich dafür, dass hier ein Land natürlich, welches wirtschaftliche Probleme hat, Blockchain nutzt, um hier weiter voranzukommen. Das ist natürlich mit Bitcoin Mining jetzt passiert. Vertritt natürlich nicht ihre CO2-Zero-Politik, denn Bitcoin ist alles andere als umweltfreundlich. Auch wenn man hier sagt, das wird mit Wasserkraft betrieben und das sind alles erneuerbare Energien, trotzdem könnte man mit einem Bruchteil von dem, was man hier an Energie verbraucht letztendlich oder verschwendet, andere Konsensmechanismen am Leben erhalten. Die SEC hat eine Klatsche bekommen vom Gericht, denn sie wollten gerne direkt Eingriff auf die Binance US-Software haben und der Richter hat diesbezüglich gesagt, nein, dürft ihr jetzt nicht, finde ich wirklich schön. Nichtsdestotrotz hat diese Klage sich ziemlich negativ ausgewirkt. Das Bitcoin-Spot-Trading alleine ist über 50% eingesackt bei Binance US. Die Citigroup, ein riesen Bankkonsortium, will jetzt ihren eigenen Token rausbringen. Was wird das genau sein? Auf welche Blockchain wird es laufen? Sie haben eine eigene entwickelt, ist letztendlich super zentral. Also es hat jetzt nicht die Philosophie der Blockchain, dass man da super dezentral unterwegs ist. Aber es ist trotzdem eine weitere Anwendung und das ist der erste Schritt, Popularität in Richtung Blockchain zu bringen. Man wird hier letztendlich einen Fiat-Ersatz bekommen. Ich denke mal sowas wie ein Stablecoin höchstwahrscheinlich. Und diesen kann man dann natürlich austauschen. Und es ist viel einfacher, international damit zu traden oder Gelder zu transferieren. Was hier noch interessant ist an der Stelle ist, dass Citigroup eine Partnerschaft mit Metaco eingegangen ist. Und zwar kurz nachdem Ripple diesen eingekauft hat. Metaco ist dafür da, um Crypto Custody, also Kryptoaufbewahrung zu betreiben und hier sieht man eigentlich auch, wie ernst sie das letztendlich meinen, denn sie wollen jetzt mit Metaco zusammenarbeiten und diese sollen dann die Kryptoaufbewahrung für Citigroup übernehmen. Was das an der Stelle auf jeden Fall sagt, ist,
dass eventuell auch eine Blockchain genutzt wird, die letztendlich Interoperabilität haben muss auf irgendeine Art und Weise. Wollen wir mal sehen. Viele, viele spekulieren und sagen, ah, sie machen es auf jeden Fall auf der XRP-Ledger. Das ist keine Bestätigung hierfür. Bis wir es nicht schwarz auf weiß sehen, brauchen wir hier nicht rumzuspinnen. Nachdem wir jetzt gehört haben, dass auch so ein Gigant wie Citigroup Anwendungen über die Blockchain haben möchte, habe ich hier das in den letzten Tagen übersehen gehabt. Schaut euch das mal an. Google Cloud und Layer Zero haben sich hier verpartnert, um ein Oracle zu bilden. Und das Interessante hier dran ist jetzt, es werden 15 verschiedene Chains genutzt, unter anderem Aptos, Near, Solana und Dapper Labs. Auf den ersten Blick ist das natürlich sehr, sehr interessant. Auf den zweiten Blick ist das halt wieder immer so eine kontroverse Sache. Google Cloud wird jetzt eingreifen können, wenn es nötig ist. Und sie begründen das dadurch, dass sie sagen, hey, sollte ein Angriff stattfinden, kann man das bei den traditionellen Blockchains ja letztendlich nicht verhindern. Aber da wir als Google Cloud dem Ganzen übergeordnet sind, können wir trotzdem hier eingreifen und das Ganze zum Stoppen bringen eventuell. Also die Philosophie einer Blockchain, dass man dezentral ist und letztendlich permissionless agiert, wird hier ein kleines bisschen umgangen, dass da halt Google Cloud so ein Vetorecht hat und wenn sie merken, dass da irgendwas schiefläuft, dass sie da letztendlich eingreifen können. Aber ich sage es euch immer wieder, es ist egal, was für eine Blockchain-Philosophie man hat und was Satoshi für eine Vision hatte, Riesenkonzerne wollen Kontrolle haben. Ich habe es euch schon die letzten Jahre erzählt und letztendlich bewahrheitet sich das genau hier. Darum bin ich auch der Meinung, dass Casper eine riesenstarke Anwendung erleben wird. Und wenn man hier bei Layer Zero auf ihre Webseite geht und einmal runterscrollt, dann sieht man bei den Fundings, welche Unternehmen hier noch mit drin sind. Und man kann hier eventuell spekulieren, ob eventuell auch Avalanche mit dabei ist, ob Phantom mit dabei ist. Wenn man ein bisschen weiter scrollt, wir sehen hier Binance Labs, vielleicht auch die Binance Smart Chain. Coinbase ist hier auch am Start, wie wir sehen können. Vielleicht auch ihr Base Token, wer weiß. Und ich sehe hier auch Polygon. Natürlich muss man jetzt spinnen, das sind halt die Fundings, die hier mit reinkommen, aber es ist doch nicht weit hergeholt, dass das einer der 15 Chains natürlich auch sein kann, unter anderem, die ich gerade erwähnt hatte, in Aptos, in Near, Solana und Dapper Labs, dass hier diese verschiedenen Projekte auch mit am Start sind. Kommen wir aber zu einem anderen Thema. Wir sehen hier eindeutig Open Interest bei der 27.000er Marke und auch etwas drunter bei der 26.500 bis 26.800er Marke, die wesentlich höher ist als in den Bereichen von 27.600 und 27.900. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hier wesentlich höher, dass wir nochmal nach unten gehen und dort starke Liquidationen stattfinden, bevor es dann letztendlich weiter hochgehen kann oder ob wir von dort aus wieder komplett einsacken und in die 23.000er Marke gehen. Müssen wir mal abwarten. Bitcoin an dieser Stelle, wie wir hier sehen können, hat ein kleineres Hoch gesetzt als das, was wir gestern gemacht haben und hält sich hier auch in einer wirklich, wirklich starken Area auf. Schaut euch das mal an, wo wir uns hier befinden. Das ist ein ziemlich starker Makro-Support-Bereich, wo wir in der Vergangenheit starken Support, aber auch starke Resistance erlebt haben. Und genau dort befinden wir uns jetzt mit dem Candle Body. Hier ist ein Punkt der Volatilität. Jetzt müssen wir abwarten und sehen, halten wir uns stabil, schießen wir drüber und werden zumindest das Hoch, was wir hier hatten, durchbrechen und weiter hochgehen und auch hier mit dieser Trendlinie nach oben brechen können oder sacken wir von hier aus erstmal ein, bevor der nächste Test kommt und wir dann es schaffen, drüber zu kommen. Unsere Augen sind natürlich hierauf gerichtet, der US-Dollar-Index scheint sich leicht gedreht zu haben, hält sich hier aber immer noch positiv und entlang der oberen Trendlinie vom Regression-Trend. Es wird auf jeden Fall volatil werden. Auch hier sehen wir eindeutig im Verhältnis zu den anderen Anstiegen, zu den anderen zwei Anstiegen, die wir gesehen haben, ist das hier ein wesentlich längerer Anstieg. Und die Frage ist jetzt, in welche Richtung dreht sich das jetzt? Werden wir so einen richtigen Nosedive machen, wie ein Wasserfall nach unten kippen oder schießt das Ganze weiter nach oben? Ich habe euch gesagt gehabt, dass ich eher erwarte, dass das hier ein Fakeout ist und dass wir wieder einsacken werden. Ob es so kommt, das werden wir dann sehen. Wenn es so kommt, dann werden wir auf jeden Fall im Kryptomarkt und auch in der Börse einen etwas stärkeren Anstieg erleben dürfen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und Crypto Heroes out.